Es war eine heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Ja, hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Whiteboard-Video. Solltet ihr im Hintergrund so ein komisches Brummen vernehmen, tut es mir leid, nebenan wird gebaut, ich kann es nicht ändern. Ja, das läuft schon so seit Tagen und das wird wahrscheinlich auch noch ewig so dauern. Da könnte ich noch ewig auf eine Möglichkeit warten, besser dieses Video zu machen. Dieses Video habe ich schon mal gemacht, allerdings ist mir dann beim Schneiden und so weiter aufgefallen, dass die Struktur ein bisschen unglücklich war, dass ich auch Themen reingenommen habe, die das Video, ja, soll ich sagen, thematisch verzerrt haben, die ich sozusagen herausgenommen habe, die werde ich wahrscheinlich auf der Messe dann ansprechen. Und das Video ist so eine Art totales Grundlagenvideo. Und zwar will ich mich mit euch mal um etwas beschäftigen, womit wir als Dampfer die ganze Zeit zu tun haben, was aber intellektuellen Zündstoff enthält. Und zwar ist das Thema Verdampfung. Das enthält deswegen intellektuellen Sprengstoff, oder ich komme noch auf das intellektuellen Sprengstoff enthält, weil ich gerade unter mein letztes Whiteboard-Video, dieses Heizdampf-Special, eine Menge Kommentare dazu hatte, wo Leute, ich sag mal, anderer Meinung waren als mir. Das ist natürlich auch völlig legitim. Ich bin auch nicht allwissend, nenne mich ja auch nicht so, wie manch anderer YouTuber. Da kam ich natürlich immer für Diskussionen offen, auch was jetzt dieses Video angeht. Aber weil zum einen halt da in dieser Diskussion mancher gewisse Fakten ja nicht beachtet, weglässt, nicht kennt oder nicht genug würdigt, meiner Meinung nach, werde ich das jetzt hier konzentriert ansprechen. Auch, ja, was auch ein Grund ist, ich spreche immer wieder Teile davon an in verschiedenen Videos, aber natürlich nicht, ja, es gibt kein Video, wo alle Teile immer direkt angesprochen werden. Ja, und um diese verstreuten Infos über viele verschiedene Videos konzentriert mein Video zu packen, mache ich jetzt dieses Video. Das wird so aussehen, dass ich euch jetzt die erste Zeit mit Physik etwas quälen muss. Euch und mich auch. Wobei ich habe die quasi hinter mir mit dem Video vorbereitet, mit dem Skript schreiben. Ihr müsst euch jetzt damit durchbeißen. Danach, im Fazit sozusagen, werde ich dann diese präsentierten Fakten so aufs Dampfen anwenden, wie ich meine, dass es ja richtig ist. Wie gesagt, ich habe nicht den Stein der Weisen gefressen. Ja? Ich kann mich sicherlich bei solchen Dingen auch irren. Und da lade ich euch auch gerne zu einer Diskussion ein. Allerdings möchte ich diese Diskussion, wie gesagt, durch diesen ersten Teil auf eine gemeinsame intellektuelle Basis stellen. Deswegen wäre es hier wichtig, mal dem ganzen Video zu folgen, wenn ihr denn auch dieser Diskussion folgen wollt. So, das Erste, was viele Leute nicht bedenken, ist, dass wir zwei Arten von Verdampfung haben. Ja, zwei Formen. Die erste, die viele dann direkt im Kopf haben, wenn es um Verdampfung geht, ja, ist das sogenannte Sieden. Ja, das ist ganz klar der Kochtopf mit Wasser bei 100 Grad Celsius. Ja. Mein Wasser bei 100 Grad Celsius oder darüber. Ja, steigen sichtlich Blasen auf, es dampft, das ist Sieden. Geht sehr schnell. So,
Es gibt auch noch eine zweite Form. Das ist das Verdunsten. Und das kann zum Beispiel beim Beispiel Wasser auch bei weniger als 100 Grad Celsius stattfinden, geht allerdings verglichen mit dem Sieden sehr langsam vonstatten. Ja. Es kommen dann häufiger Kommentare wie, ja, Wasser verdampft doch erst bei 100 Grad Celsius, also andere Stoffe, aber da komme ich dann jetzt im Laufe zu, ja, da kannst du nicht davon reden, dass eine Verdampfung darunter stattfindet. Wäre dem so, würde zum Beispiel in unseren Breitengraden kein Wasser verdampfen. Ja, wenn es regnen würde, würde das Wasser ewig an Ort und Stelle stehen, die Pfützen könnten nicht wegtrocknen. Was aber, Gott sei Dank, nicht passiert. Ja, sonst würden wir irgendwann hier im Wasser ersaufen. Ja, weil wir das einfach nicht völlig abtransportiert kriegen. Auch hätten wir sehr viel weniger Niederschlag. Wir müssten also eigentlich das Wasser zu 95% selber bewegen, statt dass es die Atmosphäre für uns tut. Jetzt müssen wir aber, wenn wir von Verdampfung reden, erst einmal klären, was ist Dampf? Was ist Dampf? So, Dampf ist nichts anderes als eine Ansammlung von Teilchen oder Molekülen mit einem sehr großen Abstand zueinander. Das sehen wir einfach, können wir es einfach so vorstellen. Wenn wir hier einen festen Aggregatzustand haben, dann liegen da die Teilchen sehr nah aneinander. Ungefähr so. Ja, das Ganze entsprechend in den anderen Reihen auch. Wenn wir uns dann den Aggregatzustand flüssig vorstellen, ist dieser Teilchenabstand größer. Das könnte man dann etwa so darstellen. Ja, und auch hier wieder analog durchgehend. So, und Dampf bzw. Gas sehen entsprechend so aus. Wir haben sehr große Abstände zwischen den Teilchen und damit auch eine geringe Dichte. Ja, Dichte ist nichts anderes als wie stark wir solche Stoffe zusammendrücken. Ja, je enger die sind, desto höher ist die Dichte. Und hier ist halt bei Dampf eine sehr geringe Dichte. Das ist erst einmal das, was Dampf auf molekularer Ebene von flüssig oder fest unterscheidet. So, also um einen Stoff zu verdampfen, müssen wir also nichts weiter tun, als den Abstand zwischen den Teilchen eines Stoffes zu vergrößern. Das ist erstmal die Prämisse. Das kann man auf zwei Wegen machen. Einmal den Weg des Drucks und einmal der Temperatur. So, um es ganz knapp zu sagen, mit sinkendem Druck oder steigender Temperatur bewegen wir uns Richtung einer Verdampfung. Betrachten wir uns erstmal das Thema Druck, bevor wir dann zum Thema Temperatur kommen. Wenn wir uns vorstellen, wir haben eine Flüssigkeit in einem Behälter, mit einem Druck von P1.
und leiten sie in einen Bereich, wo weniger Druck ist. P2, also von diesem Ding hier, ist kleiner von Druck 1. Dann breitet sich diese Flüssigkeit aus und das kann bis zu dem Punkt kommen, wo diese Flüssigkeit tatsächlich verdampft. Flüssig zu gasförmig. Der Abstand von diesen Teilchen, von dieser Flüssigkeit erhöht sich und ja, das Ganze, wie gesagt, kann so weit gehen, dass die Flüssigkeit verdampft, ohne dass wir irgendwie Temperatur dazu gegeben haben. Ein deutliches Beispiel wäre zum Beispiel, wenn wir eine Flüssigkeit in ein Vakuum geben, sprich zum Beispiel in irgendwie eine Flüssigkeit aus einem Raumschiff ins Weltall. Dann würde diese Flüssigkeit erst einmal durch den Druck verdampfen, dann allerdings sozusagen die einzelnen Flüssigkristalle aufgrund der Kälte kristallisieren, aber das weg. Also erstmal nur durch den Druck, ja, würde die Flüssigkeit verdampfen. Das bringt uns zu einem interessanten Begriff in der Physik, und zwar nennt man das Dampfdruck. Und zwar ist es so, wenn ich jetzt irgendein Gefäß habe mit einer Flüssigkeit drin, können gerne auch von Wasser sprechen, ja, könnte jetzt irgendwie eine Schale Wasser sein, die ich draußen hingestellt habe an die Luft. So, da sind Wasserteilchen drin, ja, in dem Fall ist Wassermoleküle. So, die stehen da rum. Und diese Wassermoleküle haben einen gewissen Antrieb. Und zwar diesen Antrieb, die Flüssigkeit zu verlassen und dampfförmig zu werden. Und dieses Bestreben dieser Teilchen ist erstmal, ich muss mal ein bisschen größer machen für später, der Dampfdruck. Der Dampfdruck ist bei eine Temperatur unterhalb des Siedepunkts, also unterhalb von 100 Grad im Normalfall, geringer als der Druck der Atmosphäre. Die Atmosphäre drückt dagegen. Insbesondere wenn wir von Wasser sprechen, drücken insbesondere die Wassermoleküle, die schon in der Luft gebunden sind, gegen diese Teilchen an. So, die setzt uns eine Gegenkraft dazu. Und im Normalfall bildet sich irgendwann ein Gleichgewicht. Das bedeutet, für jedes Teilchen, das hier verdampfen will, muss ein Teil wieder zur Flüssigkeit zurückkommen, kondensieren, wie es so schön heißt. Jetzt haben wir das Ganze aber eigentlich nur in einem geschlossenen System, dass sich dieses Gleichgewicht wirklich einstellen kann. Wenn wir die Atmosphäre betrachten, die ja so unglaublich groß ist, also sprich das Ganze steht einfach unter freiem Himmel, passiert immer wieder Folgendes. Es kommt ein Wind, ja, Luftbewegungen, und die tragen diese Wassermoleküle fort. Dadurch können immer mehr von den Wassermolekülen verdunsten und irgendwann ist dann diese Schale leer. Aber das Ganze passiert halt auch bei normalen Druckverhältnissen unter 100 Grad Celsius. Das ist ja das Verdunsten einer Flüssigkeit an ja, der normalen Atmosphäre.
das soweit so ein Thema des Drucks, was sehr mit Verdampfung zu tun hat. Wir werden nachher nochmal auf ihn kurzzeitig zurückkommen, aber jetzt ist es erst einmal Zeit, sich mit der Temperatur zu beschäftigen. Und da müssen wir dann auch fragen, was ist Temperatur? Temperatur ist in dem Fall nichts anderes als die Bewegung von Teilchen. Sprich, freie Moleküle bewegen sich bei höheren Temperaturen schneller als bei niedrigen Temperaturen. Das Ganze hat man auch wissenschaftlich erkannt und benutzt es auch für Temperaturmessungen. Denn die offizielle Einheit für die Wissenschaft, der SI-Einheit für Temperatur, ist nicht die Celsius-Skala, auch nicht die Fahrenheit-Skala, sondern die Kelvin-Skala. Die Kelvin-Skala hat ihren Nullpunkt. Ihr wisst, 0 Grad Celsius ist der Punkt, wo Wasser zu Eis wird, und zwar bei normalem Atmosphärendruck. Die 0 Kelvin sind der Punkt, wo keinerlei Bewegung mehr an Atomen stattfindet. Ja, wo sozusagen die Teilchen selber gefrieren und starr sind. Das ist der Punkt 0 Kelvin und ist übertragen auf Grad Celsius minus 273,15 Grad. Ja, also bei minus 273,15 Grad Celsius stehen sämtliche Teilchen still und bewegen sich nicht mehr. Jetzt hat die Kelvin-Skala einen Vorteil, wenn man es mit Grad Celsius zusammenbringt. Die Schritte von 1 Kelvin entsprechen genau 1 Grad Celsius. Ja? Das ist das Schöne. Das bedeutet, 0 Grad Celsius entsprechen genau 273,15 Kelvin. Das ist das Schöne. Da müssen wir nicht über Fahrenheit mit völlig anderen Unterteilungen rechnen. So. Jetzt gehen wir vom absoluten Nullpunkt aus, sprich von 0 Kelvin, und unsere Moleküle stehen still und beginnen langsam uns von dieser Temperatur nach oben zu bewegen. Nach unten ist nicht möglich, ja, kälter geht nicht, deswegen halt, wie gesagt, man da vom absoluten Nullpunkt spricht. So, wir werden also wärmer und das bedeutet, unsere Teilchen beginnen sich zu bewegen. Und wie die sich bewegen, ist auch festgelegt. Und zwar machen wir das mal am Beispiel von Wasser, also H2O. Einfach weil dieses Molekül recht einfach gemacht ist. Es gibt drei verschiedene Arten von Bewegungen. Die Rotation. Rotieren kann das Wassermolekül in drei Arten. Ich will das jetzt hier hinschreiben. Oha. Ja. Dann kann dieses Teilchen erst einmal so herum rotieren. Des Weiteren kann es sich so herumdrehen. Ja. Es dreht sich so. Oder
Schleswig-Holstein von vorne nach hinten. Ja, so, es kippt so herum, ohne diese Teile zu bewegen. Das wäre die Rotation. Dann gibt es heute Translation. Das sind Verschiebungen des gesamten Moleküls in irgendwelche Richtungen. Sehe an unserem Beispiel so aus. Dass dieses Molekül in diese Achse verschoben wird. Ja, es wandert von hier nach dort. Es kann von oben nach unten wandern oder halt auch von vorne nach hinten. Schließlich bleibt noch die Oszillation, sprich Schwingung. Und das sieht dann so aus, dass sich das Molekül selber beginnt zu verformen. Und zwar sieht das dann so aus, dass diese Wasserstoffe hier, sagen wir so ein Expander, ja, so zusammengedrückt werden. Nächste Möglichkeit. Ist, dass diese in Richtung des Sauerstoffs hin und her schwingen. Sprich, diese Bindungen hier kürzer oder länger werden. Und es gibt noch die Möglichkeit, dass diese Protonen in diese Richtung hier wegschwingen. Also sagen sich so ein bisschen krebsscherenartig öffnen und dabei auch noch länger werden. So, und diese ganzen Bewegungen, ja, macht dieses Teilchen, sobald wir den Punkt 0 Kelvin verlassen, und zwar alle gleichzeitig. Je schneller es diese Bewegungen ausführt, ja, die alle gleichzeitig stattfinden können, desto höher ist die Temperatur des Teilchens. Oder andersherum, je höher die Temperatur, desto schneller bewegt es sich. So, jetzt ist aber so ein Teilchen nicht alleine, ja, sondern es hat eine Umgebung im normalen Fall. Und diese Umgebung hat ja auch irgendeine Temperatur, was uns zu einem Phänomen bringt, das sich Wärmeleitung nennt. So, bedeutet einfach, wir haben einen Punkt hier, der ist warm. Und wir haben einen Punkt hier, der ist kalt. So. Und hier zwischen sind lauter Teilchen. Ja, es geht also um die Wärmeleitung innerhalb eines Stoffes. Jetzt ist die Bewegung der Wärme immer diese, von warm nach kalt. Das Ganze geht natürlich nicht automatisch, nicht in Nullzeit ab. Ja, also wir haben nicht sofort die Wärme dort, sondern tatsächlich geht das Ganze mit einer gewissen Zeit ab, in der halt Wärme immer von jedem Teilchen zum nächsten weitergegeben wird. Ja. Und so weiter und so fort, bis wir schließlich am kalten Punkt angekommen sind und schließlich endlich beide Punkte die gleiche Temperatur haben. So lange wird diese Wärme in Form von Bewegung übertragen.
Das kann man sich auch ungefähr so verbildlichen, dass wenn wir uns ein Rockkonzert vorstellen vielleicht, wir haben ein Publikum, das erst einmal völlig still steht, ja, das keinerlei Reaktion auf die Musik zeigt, da passiert überhaupt nichts und plötzlich beginnt die Band mal zu spielen und inmitten dieses Pulks beginnen die ersten Leute sich zu bewegen und gleichzeitig diese Bewegung immer weiter auf andere Leute zu übertragen. Das bedeutet, durch diese Bewegung werden die Teilchen auch auseinander gedrückt. Ja, die brauchen mehr Platz. Und dadurch, ja, vergrößert sich wieder der Abstand zwischen den Teilchen und wir haben sozusagen durch eine Temperaturerhöhung diese Abstandsvergrößerung eingeleitet, die schließlich zu einer Verdampfung führen kann. So, Wärmeenergie messen wir nicht in irgendwelchen Grad Celsius, das sind ja nur punktuelle Temperaturen, sondern wir reden dann immer von Watt. Ja? Also irgendeine Wärmequelle hat so viel Watt Wärmeenergie, die sie zu einem Kältepunkt weiterleiten kann. Das bedeutet also für unsere Verdampfer, wenn wir jetzt mal so einen grob schematisch aufbauen, Wendel, so, und darin liegenden Liquid Fleece. Dass wir wenn der Wendel Watt, die Wendel erzeugt eine gewisse Anzahl Watt, die wir vom warmen Punkt der Wendel an die Umgebung, sprich in dem Fall explizit die mit Liquid getränkte Schnur übertragen und sprich alles, was direkt an der Wendel liegt, bekommt als erstes die Wattleistung der Wendel ab und trägt das dann weiter ins Innere der Wendel. Wäre so aus, wenn wir jetzt diese Watte mal im Querschnitt sehen würden. Ja, hier überall, wo der Draht anliegt, kommt als erstes die Wärme zum Tragen und wird dann ja, schrittchenweise ins kalte Zentrum der Liquidschnur übertragen. So, einmal kurz einen Schluck Wasser. Bei dieser ganzen Geschichte haben wir dann einen Temperaturverlauf von dem Liquid, das ungefähr so aussieht. Die Temperatur. Und das hier ist die Temperatur V für Verdampfungstemperatur. Das sieht dann so aus, dass hier unten, wo das Liquid noch flüssig ist, das Ganze erstmal so einer Geraden hochgeht. So. Hier drunter, wie gesagt, ist das alles flüssig. Ja. Und dann kommt ein Punkt, wo das plötzlich so gerade ist. Dieser Punkt, wo wir zwar weiter Energie in dieses System pumpen, ja, das ist jetzt also Energie, da nimmt das Liquid Energie auf,
wird aber selber nicht wärmer. Und das ist der Punkt der Verdampfungsentropie. Was bedeutet das? An dieser Stelle wird die Wärmeenergie, die wir hineinbuttern, nicht dafür verwendet, dass das Liquid warm wird, sondern die Energie wird einfach aufgenommen, um bei gleichbleibender Temperatur zu verdampfen. Ja, also sozusagen den letzten Schritt zu machen vom flüssigen Zustand in den gasförmigen. Sobald wir das gasförmige erreicht haben, geht es in diese Richtung weiter. Ja, hier haben wir noch Flüssigkeit und dort haben wir Dampf. Alles, was darüber hinausgeht, ist sogenannter überhitzter Dampf. Ja, also Dampf, der mehr Temperatur enthält, als er eigentlich zum Dampfsein braucht. Diese Energie, die das Liquid natürlich aufnimmt, wird der Wendel entzogen. Deswegen ja, wird eine Wendel bei einem Dryburn sehr viel heißer, als wenn wir das Ganze mit Liquid ja, durchführen und sich Liquid zu verdampfen hat. Deswegen glühen halt auch Wendeln normalerweise, wenn man es nicht vollkommen übertreibt, nicht auf, wenn sie gleichzeitig, also wenn Liquid im Verdampfer ist. Gut. Ja, also gleichzeitig wird diese Wärme von dem Liquid aufgenommen und dann sozusagen als Dampf schließlich von der Wendel abgeführt. Oder aus dem Verdampfer herausgeführt. Wir werden immer daran denken, dass natürlich der Transport innerhalb des Liquids Zeit braucht, auch von der Wendel zum Liquid vergeht. Wenn auch nur eine Winzigkeit von Zeit, also kaum messbar, oder für uns zumindest kaum wahrnehmbar, drückt das besser so aus, es vergeht immer noch Zeit hierbei, bei diesem ja, Übertragen von Energie aus der Wendel auf Liquid. Und je weiter das Liquid entfernt ist, desto mehr Zeit braucht es. Gut. Das bedeutet natürlich auch, je mehr Liquid ich habe, ja, insbesondere je mehr Liquid ich außen habe, desto mehr Wärme kann aufgenommen werden. Das hat dann den Effekt, dass zum Beispiel ein relativ trockener Verdampfer recht schnell alles Liquid verdampft hat, was um ihn herum ist, weil er sehr schnell zu viel Wärmeenergie produziert, während der gleiche Verdampfer mit der gleichen Wattleistung, wenn er richtig nass ist, vielleicht sogar abgesoffen, teilweise gar nicht in die Gänge kommt, ja, weil das Liquid die entstehende Wärme so schnell abtransportiert, dass ja, der Verdampfer gar nicht so richtig auf Touren kommt. Das ist halt das sogenannte Absaufen. Und jetzt kommen wir dahin, wo es zum Zusammenspiel von Druck und Temperatur kommt. Denn diese beiden Möglichkeiten, dass wir Druck erniedrigen und oder Temperatur anheben, müssen nicht unbedingt getrennt sein. Ja, wir wissen also, je höher oder je niedriger der Druck, desto schneller verdampft ist, oder je höher die Temperatur, desto eher verdampft ist. Wir können das Ganze auch so sagen, wenn wir wieder vom Beispiel Wasser ausgehen, H2O, dann ist bei dem Druck von einer Atmosphäre
Das ist der Druck, der natürlicherweise vorherrscht bei dem normalen Meeresspiegel, also bei normalen Null. Das entspricht etwa, weil wir wollen ja wissenschaftlich korrekt sein, der SI-Einheit 10 hoch 5 Pascal, also etwa 100 Kilopascal. Oder was auch noch sehr häufig als Einheit verwendet wird, sind die Bar, 0,133 Bar. Ja. Haben wir eine Siedetemperatur von 100 Grad Celsius. Ja. Das hängt so zusammen. Wenn wir jetzt aber den Druck erniedrigen, ja, wir bewegen uns hier in Richtung eines Vakuums, dann sinkt auch die Temperatur, die benötigt wird, um Wasser zum Kochen zu bringen. Ein Beispiel, sag ich mal, aus der normalen Lebenswelt: Wer also als Bergsteiger sich auf höchste Höhen begibt, der wird merken, dass dort Wasser bei geringeren Temperaturen anfängt zu kochen. Ja, wenn ihr da versucht, irgendwie Schnee zu schmelzen und das dann sogar so weit bringt, dass das Wasser kocht, das kocht bei geringeren Temperaturen. Jetzt sozusagen die Gegenrichtung: Wir erhöhen den Druck, manchmal hier. Ja, Hochdruck. Bei Hochdruck erhöht sich dann auch die Temperatur, weil einfach, ja, der Druck, der sozusagen gegen die Verdampfung wirkt, höher ist. Dementsprechend bräuchten wir mehr Wärmeenergie, um einen Stoff zu verdampfen. Das ist der Zusammenspiel zwischen Druck und Temperatur. Und das macht man sich auch zum Beispiel in der Technik-Chemie zunutze. Da gibt es nämlich das sogenannte Verfahren der Vakuumdestillation. Eine Destillation sehe in dem Fall einfach so aus. Das wäre eine einfache Destillationsapparatur. Wo wir irgendeine Flüssigkeit haben, die wird warm gemacht. Der Dampf steigt hier auf. Das hier ist ein sogenannter Kühler. Ja, da wird das Ganze abgekühlt. Und was dann kondensiert, tropft dann hier in dieses Gefäß als Destillat. Jetzt gibt es aber Stoffe, die haben einen so hohen Siedepunkt, dass ich den vielleicht mit meiner Wärmequelle gar nicht vernünftig erreichen kann. Oder sie sind sogar thermisch nicht so stabil, dass ich sie so heiß machen kann unter normalen Umständen, dass sie verdampfen, weil sie vorher schon kaputt gehen. Dann geht man hin und schließt eine Vakuumpumpe an. Diese Vakuumpumpe hat nichts anderes zu tun, als hier die Luft rauszusaugen und damit den Druck innerhalb dieser Apparatur herunterzuziehen. Ja, und zwar so weit herunterzuziehen, dass ich dann über meine Wärmequelle den Stoff immer noch destillieren kann, halt ohne dass er mir da in irgendeiner Form Schwierigkeiten bereitet.
Das ist ja diese Vakuumdestillation. Da nutzt man das Ganze. So, dann gibt es noch einen Punkt, den wir ansprechen müssen, was Verdampfung angeht. Und zwar Gemische, / Lösungen, verdampfen bei geringeren Temperaturen. Das spreche ich gerade aus dem Grund an, weil ich gerne Temperaturen als Reinstoffe, wollte ich vielleicht dazu schreiben, damit es auch vollständig sozusagen die Aussage transportiert. Das sage ich deshalb, weil ich häufiger unter meinen Videos folgende Kommentare finde. Das würde alles, was ich zu der Verdampfung von Liquid sage, nicht stimmen, denn Wikipedia sagt, das ist die häufigst zitierte Quelle, PG verdampft bei 188,2 Grad Celsius und VG verdampft ab 290 Grad Celsius. Da wird dann gerne mit argumentiert, dass ich mit meinen Aussagen, dass die Temperatur, dass die Verdampfung auch unterhalb dieser Temperaturen stattfinden kann, Unrecht habe. Zum einen bedeutet das hier nicht, natürlich wieder nicht unbedingt die Verdampfungstemperatur, sondern natürlich das Sieden. Ja, also müssen wir uns immer in Gedächtnis rufen, dass wir hier genauer sein müssen, dass wir hier von einer Siedetemperatur sprechen, nicht unbedingt von einer Verdampfungstemperatur. Des Weiteren besteht Liquid ja nicht nur aus reinem Pegel oder reinem VG, sondern erstmal aus einer Mischung von beidem, in den allermeisten Fällen. Ja. Liquid ist Gemisch aus PG, VG, sobald wir VG da drin haben, meistens auch Wasser oder Alkohol und oder sollte man vielleicht sagen. Dann haben wir natürlich Nikotin häufig. Und in den allermeisten Fällen auch noch Aromastoffe. So, und das sorgt dafür, dass, wir ein Gemisch haben, was sehr viel schneller verdampft, wenn man das hier jetzt aufträgt. Temperatur V von, sagen wir mal, Pi ist die Temperatur von einem Liquid geringer als bei einem reinen PG. Ja. Die hängt damit zusammen, dass diese ganzen Stoffe, die sagen, in dem PG gelöst sind, oder mit dem PG vermischt sind, den Zusammenhalt zwischen den PG-Molekülen stören. Ja? Das PG kann ganz gut miteinander sich vernetzen, dass die Stoffe ganz gut zusammenhalten im flüssigen Zustand. Aber je mehr an Stoffen ich da reinbringe, desto eher stören sie diesen Zusammenhalt zwischen den Molekülen. Ja, das Ganze wird auseinandergezogen, dieses Netz. Und
damit wird ja, dieser molekulare Zusammenhalt ausgeweitet, der Abstand dazwischen, was dazu führt, dass das Ganze schneller verdampft. Wer mir das Ganze nicht glauben möchte, und das ist ja ein bisschen schwer im Verdampfer zu messen, kann das Ganze einfach mal ganz simpel ausprobieren. Ja, er nimmt einen Topf mit Wasser. Und wenn er das wirklich ganz genau machen will, lässt er den kochen und misst die Temperatur. Das Kochen sollte halt bei ca. 100 Grad anfangen. Natürlich je nachdem, wo ihr seid, ja, Harz, Brocken, Mount Everest, geht das Ganze, wie wir gelernt haben, schneller. Also wenn ihr das halt in einer Hochdruckkamera verwendet, würde es höhere Temperaturen verlangen. Und dann vergleicht ihr das einfach mal, dass ihr unter den gleichen Bedingungen einen anderen Topf nehmt mit Salzwasser. Und da solltet ihr Folgendes bemerken, dass das Salzwasser schneller anfängt zu sieden. Ja, also sprich bei geringeren Temperaturen. Es friert allerdings auch erst bei geringeren Temperaturen ein. Gleicher Grund, ja, wenn wir was einfrieren, ja, gehen die Moleküle zusammen und wollen sich zu, im Fall von Wasser, Eiskristallen zusammenschließen, was das Salz aber erschwert dazwischen drin. Ja? Deswegen gefriert Salzwasser sehr viel niedriger erst als normales Wasser, sprich gilt generell für Gemische und Reinstoffe im Verhältnis. Jetzt hier Temperatur auftragen wieder. So, und wir haben im Bereich flüssig vom Reinstoff irgendwo hier. Ja, hier ist die Temperatur der Verdampfung und hier ist die Temperatur des Verfestigens, ja, TS für Solidus, dann lege dein Gemisch irgendwie so daneben. Ja. So verhalten sich Gemische und Reinstoffe bezüglich der Verdampfung bzw. Verfestigung. Gut. Das wollte ich unbedingt mal angesprochen haben, weil ich das immer und immer und immer wieder unter meinen Videos lese. Ja, wieso soll etwas verdampfen, wenn ja, ein Stoff davon erst ab 180 Grad Celsius verdampft? Ganz einfach, wenn man die Dinger zusammenkippt, dann erniedrigt sich das Ganze. Kommt natürlich ein bisschen darauf an, das ist der dominantere Stoff, von dem müsste man dann ausgehen. Aber dadurch, dass wir sehr viel an Stoffen hineinmischen, wird auf jeden Fall dieser Verdampfungspunkt herabgesetzt. Deswegen, wie gesagt, können wir auch eine Verdampfung bei unter 200 Grad Celsius durchaus erreichen von Liquid. Ich brauche mal kurz eine Dampfpause, ihr eventuell auch, also dampfen wir uns eine Runde. Jetzt müssen wir mal zu dem Punkt kommen, wo wir das Ganze langsam mal zu einem Gesamtbild zusammenfügen. Wir haben gelernt, um zu verdampfen, im Verdampfer müssen wir Wärmeenergie von der Wendel auf das Liquid übertragen und dann innerhalb des Liquids wird es weiter übertragen. Was passiert aber, wenn so ein Teilchen Wärmeenergie aufnimmt, die es nicht schnell genug losbekommt, um erhalten zu bleiben? Dann spricht man von einer thermischen
Zersetzung. Im engeren Sinne ist jetzt hier nicht ganz hundertprozentig richtig, spricht man von sogenannter Pyrolyse. Ja, Pyro vom griechischen Wort für Feuer. Aber diese thermische Zersetzung oder Pyrolyse beschreibt den Zerfall von organischen Stoffen durch Wärme. Das sehe dann zum Beispiel im Falle von PG so aus. Ja, das hier ist ein handelsübliches Propylenglykol-Molekül mit seinen beiden OH-Gruppen und der Kohlenstoff-Dreierkette hier. Wir erwärmen das Ding. Ja. Der Chemiker schreibt dazu einfach so ein Plus Delta, das bedeutet Plus Wärmeenergie. Dann passiert Folgendes, wenn dieses Teilchen sich anfängt zu bewegen, ja, alle Bindungen schwingen wild hin und her und schwingen immer schneller, bis es schließlich dazu kommt, dass eine Bindung bricht. Ja, sozusagen das, ein Teilchen bewegt sich von dem Restmolekül so weit weg, dass es keine Bindung mehr zwischen diesem Molekül und dem Teilchen gibt. In diesem Fall würde sowas zum Beispiel entstehen. Ja, wir sehen also die Bindung zwischen diesem OH-Teil, also Sauerstoff- und Wasserstoffteilchen, und dem Kohlenstoff hier unten, ist durchgerissen. Wir bekommen ein negatives OH-Teilchen, ein Hydroxid, und einen positiven Propylenglykol-Rest. Weil dieses Teilchen aber nicht stabil ist, ja, so positive Ladungen in Teilchen, das ist nie besonders stabil, reagiert dieses Teilchen weiter und bildet schließlich endlich dieses Teilchen hier. Indem es die positive Ladung als dieses Wasserstoffteilchen abstößt. Ja? Und das ist nichts anderes als Propanal, eines der Teilchen, die wir als ja, Spurenelemente häufig in den Dampf finden. Und das eines der, ja, der Problemstoffe darstellt. Ja, das Ganze kann noch weiter zerfallen, ja, indem es weitere Teilchen abteilt, zum Beispiel zu solchen Stoffen wie Formaldehyd. Wenn, ja, ich mache mal so einen Strich hier hin, das ist jetzt ein Weg Richtung Formaldehyd. Und ähnlichen problematischen Stoffen, Kohlenmonoxid. Ja, und so weiter, also sag ich mal in die Giftecke. Kann das dann immer weiter abdriften. Wenn wir aber diesem Teilchen Sauerstoff bieten als Reaktionspartner, driftet es zu einer anderen Richtung, und zwar zu CO2 und H2O. Ja? Die beiden Stoffe sind, wie auch da in dem Video für den Heinz gesagt, völlig harmlos für uns, ja? Also in die gute Richtung. Ja, und je mehr Sauerstoff wir hier haben, desto mehr von diesen Teilchen können wir auf diese Seite ziehen. Ganz einfach, weil das hier ist die für die Teilchen bevorzugte Richtung, weil sie dort sehr viel stabiler sind. Ja, sie sind
würde ich sagen, ausgeglichener. Ich will da jetzt nicht noch tiefer hineingehen. Das würde schon wieder einen ganz eigenen Vortrag für sich bedeuten. Deswegen ja, belasse ich es mal dabei, dass sich die Teilchen hier eher bilden als diese hier, wenn wir halt entsprechend den nötigen Sauerstoff zur Verfügung stellen, einfach weil diese hier stabiler sind als diese dort. Ja, das passiert also, diese Zersetzung, wenn wir Teilchen mit mehr Wärmeenergie aufladen, als sie sozusagen vertragen können, oder sie auch schneller aufladen, als sie sie an andere Teile weitergeben können. Ja, ich hoffe, ihr habt es bis hierhin überlebt und wir gönnen uns nochmal eine kurze Pause, bevor wir dann jetzt sagen, zu dem kommen, was ich aus dem jetzt Gesagten schließe, sozusagen meine Fazits. Gut, kommen wir also zum Finale. Fazit. Ich hoffe, man schreibt mal so. Erstens, Temperatur bei Verdampfung. Aus dem, was wir jetzt sozusagen uns angeguckt haben, sprich, wir haben das mit einem Gemisch und nicht mit einem Reinstoff zu tun, sowie es gibt zwei Formen von Verdampfung, nämlich auch die langsamere Verdunstung, kann Dampf in der E-Dampfe auch bei weniger als 200 Grad Celsius entstehen. Ja. Wir brauchen nicht unbedingt diese 200 Grad, um überhaupt Verdampfung oder Dampf zu erzeugen. Natürlich haben wir, wenn wir diese 200 Grad erreichen, schrecklich überschreiten, sehr viel mehr Dampf. Ja. Bei manch Nieder-Ohm- oder Nieder-Watt-Settings kann man ja da tatsächlich eher von Verdunstung sprechen. Ich meine, diese Geräte fristen zum Glück mittlerweile ein gewaltiges Schattendasein, aber als ich damals angefangen habe zu dampfen, wurden also noch sehr gerne solche Pseudopyros verkauft, die natürlich den Nachteil hatten, dass sie diesen winzig kleinen Akku drin hatten und das damit versucht haben zu kompensieren, dass ihre Leistung gering gehalten wurde, damit man überhaupt irgendwie eine halbwegs akzeptable Laufzeit erreicht hat. Ja. Und da konnte man dann tatsächlich eher davon sprechen, dass das Liquid nicht verdampft, sondern eher verdunstet wurde. Ja, weil da kam wirklich kaum was raus. Aber selbst bei heutzutage recht, für heutige Verhältnisse recht niederwattigen Setups, die also bei vielleicht 7, 8 Watt laufen, sind Temperaturen von über 200 Grad eine Sache, die erst nach einer ganzen Weile entstehen sollte, denn die Wände entsprechend getränkt sein. Natürlich ab bei Leistungen, ich sage von ab 20 Watt, geht das Ganze doch relativ schnell, außer wir reden wieder von einem abgesoffenen Verdampfer, der halt überhaupt nicht auf Touren kommen kann. Ja, und je höher wir halt mit den Watt gehen, desto schneller erreichen wir das und natürlich umso mehr
Liquid können wir verdampfen, so es denn überhaupt präsent ist. Ja, also maßgeblich für die Erstellung von Dampf ist primär erstmal die Beschaffenheit sozusagen der Oberfläche, das Verhältnis von vorhandenem Liquid zu der Leistung der Wendel. Ja, wenn die Wendel genug Leistung bringt, um die obersten Teilchen des Liquids zu verdampfen, dann bekommen wir auch erst einmal Dampf. Das hat erstmal auch relativ beschränkt etwas mit absoluter Temperatur zu tun, sondern halt von der Wattübertragung auf diese Teilchen. Das wäre der erste Punkt. Zweiter Punkt. War auch ein, oder ist gerne ein riesiges Diskussionsthema. Woraus besteht eigentlich dieser Dampf, den wir da haben? Besteht Dampf bei unseren Dampfen? Da wird mein Arm zu lang. So. Das ist ja nicht nur eine Frage, die Anfänger gerne mal, oder nicht nur Anfänger, sondern Leute, die den Dampfen ja, das erste Mal sehen oder sowas, das erste Mal darüber sprechen, jemand, der es gerade tut, dann pustest du denn da aus und was ist das und ist das giftig und ich habe gelesen das und so weiter. Ja, und das ist eine Frage, die wir uns häufig sozusagen im Zusammenspiel mit dem nicht dampfenden Teil unserer Umgebung beschäftigen müssen, aber auch die unter den Dampfern häufig zu großen Diskussionen führen. Ja, auch unter meinen Videos. Deswegen beschäftigen wir uns jetzt. Da gibt es mehrere Theorien. Erste Theorie. Ist, das alles ist nur Wasserdampf. Plus Nikotin. Und Aroma. Das Ganze nenne ich gerne immer die Heigel-Theorie. Warum nenne ich das so? Es gibt ein uraltes Video, das wird auf YouTube herumgeistern. Ich werde es euch mal in diese Infocard packen, wenn ich da noch Platz finde. Ansonsten findet ihr irgendwo einen Link um mich herum. Da ist eine Schauspielerin, ich meine sogar Catherine Heigl, deswegen nenne ich es halt die Heigl-Theorie, bei irgendeinem Talkmaster im amerikanischen Fernsehen und präsentiert dort also ihre E-Zigarette, so eine Pseudo-Pyro-Gedöns. Das Video ist uralt. Damals, naja, waren halt diese Dinger, das, womit alle so einstiegen. Ja, die Leute, die beiden unterhalten sich darüber, das ist eigentlich ganz angenehm, das Video. Kann man sich also durchaus angucken, ohne Zornesröte zu bekommen. Aber irgendwann fragt dann dieser Talkmaster, die Catherine Heigl, sag mal, was ist das, was du da ausatmest? Eben, ne, was ich sagte, diese übliche Theorie des Frage des Außenstehenden. Und Catherine Heigl sagt halt, Water Vapor, ne, also Wasserdampf. Deswegen nenne ich das so. Warum oder was spricht gegen diese Theorie? Gegen die Theorie spricht, dass Messungen des Dampfes ganz andere Stoffe außer Wasserdampf detektiert haben. Ja? Nicht nur halt das übliche böse Formaldehyd und so weiter, sondern halt auch verschiedenste andere Stoffe wie PG, VG, die werden ja immer noch dabei mitgemessen. Also kann das nicht nur Wasserdampf sein.
Dagegen spricht auch, dass rein theoretisch betrachtet wir viel höhere Temperaturen bräuchten und eine viel höhere Leistung, und komplizierte Technik zu schaffen, dass wir das ganze Liquid, ja, also gerade die Grundstoffe, zu Wasserdampf umsetzen. Ja, weil da müssten wir wirklich dafür sorgen, dass es eine perfekte Durchmischung mit dem Sauerstoff gibt, bei gleichzeitig viel höheren Leistungen, um wirklich das ganze PGVG zu zerlegen und das Ganze sauber als CO2 und Wasserdampf aus der Dampf herauszubekommen. Ja. Das wäre nicht mal eben mit ein bisschen Watte zwischen ein bisschen Heizdraht getan. Ja, das wird so nicht funktionieren. Dann gibt es eine zweite Theorie, die schon mal häufig unter dem Video steht. Zweite Theorie, die besagt, es kommen einfach die Ausgangsstoffe durch PG, VG plus Beigaben, sprich Nikotin und Aroma, unverändert. Aus dem Verdampfer. Ja? Wir hätten einfach nur PGVG-Tröpfchen, das war's. Da passiert einfach keinerlei Umwandlung. So, auch hier gibt es Dinge, die natürlich dagegen sprechen. Und zwar auch wieder Messungen. Und zwar eigentlich genau die gleichen. Ja? In den Messungen wird ganz klar gezeigt, wir haben Anteile von Formaldehyd, von Acrolein, möglichst natürlich in geringen Spuren. Das zeichnet dann immer die Messungen aus, die mit, sag ich mal, vernünftigen, unter vernünftigen Bedingungen gemacht wurden. Ja, wenn man also so ein normales Dumpset ausprobiert, sind meistens diese Anteile von diesen Schadstoffen, Formaldehyd und so weiter, relativ gering, auch von Kohlenmonoxid oder sowas. Wenn diese Messwerte ins Astronomische steigen, dann ist das meistens zum Beispiel ein Beispiel für eine Messung oder eine Studie, die nicht mit einem vernünftigen Equipment durchgeführt wurde. Sprich, Verdampfer wurden trocken gedampft bis zum Gehtnichtmehr, bis sie praktisch wahrscheinlich eher die Schadstoffe aus einer Plastikumhüllung von einem Kartonmeiser mitgemessen haben oder so große Leistungen auf irgendwelche schwachen Verdampfer gesetzt wurden, dass diese damit überhaupt nicht funktionieren können und auch nicht in irgendeiner Form für einen Dampfer anwendbar sind, einfach weil sie scheiße schmecken dann. Ja, weil sie dann einfach brandig schmecken, kokelig. Ja, das merkt man halt diesen Messwerten dann ganz gerne an, wenn die wirklich irgendwo in einen Bereich strömen, der einem Angst machen kann, vielleicht soll. Wir wissen es nicht, ich will jetzt hier auch nichts Böses behaupten. Aber wir kennen ja noch diese Studie, wo der CE4-Verdampfer angeblich weit mehr Formaldehyd und so weiter produziert hat als eine Zigarette. Und aber Messungen, die klar, logisch erkennbar sind, dass sie vernünftig durchgeführt wurden, zeigen Spuren von Zerfallsprodukten. Und ja, da kann ich nicht davon ausgehen, dass in einem Verdampfer einfach kein Zerfall stattfindet.
Ja, Beispiel für so eine belastbare Studie von mir, Infocard, das ist diese Geschichte aus dem Schweizer Fernsehen. Ja, wo halt auch Schadstoffe klar festgestellt wurden, eigentlich in einem Bereich, der nun wahrlich nicht bedrohlich wird. Wenn diese Theorie hier wahr wäre, ja, dass die Außenstoffe einfach da durchkommen, ohne dass es einen Zerfall gibt, wir messen plötzlich aber ein Gehalt von Formaldehyd oder sowas in den Liquids, dann könnte es dafür ja davon ausgehen, es gibt keinen Zerfall, nur einen Grund geben, warum wir sie messen. Das wäre nämlich, wenn vorher in dem Liquid schon Formaldehyd und so weiter drin wäre. Jetzt, bevor hier die Panik ausbricht, halte ich für sehr gewagt, eine solche Überlegung anzustellen. Einfach weil es keinen Sinn für einen Liquid-Hersteller macht, sein Liquid mit Formaldehyd zu versetzen. Ja? Es wird dadurch nicht besonders kostengünstiger, es wird dadurch höchstens auffällig, sollte jemand das mal nachprüfen und nachweisen. Ja? Und es hat keinerlei Vorteile für den Liquid-Produzenten. Ja? Deswegen wäre die Überlegung, dass vorher irgendwelche Schadstoffe in das Liquid hineingebracht wurden, ja, sind Scheinüberlegungen. Ich wäre damit verflucht vorsichtig. Ja, da könnte man sich äußerst lächerlich machen. Außerdem, ja, ist es nun mal so, auch hier spricht dann wieder die Theorie, die wir vorhin gesehen haben, dagegen, bei diesen zig Milliarden Molekülen, die da tätig sind, findet immer irgendwo Pyrolyse statt. Irgendein Teilchen kriegt es nicht hin, oder eine gewisse Anzahl von Teilchen kriegt es nicht hin, seine Wärmeenergie schnell genug loszuwerden, zu übertragen, wie auch immer, um diese Pyrolyse zu verhindern. Es zerfällt halt dann doch. Ja? Und dann ist halt die Frage, was daraus entsteht. Dass aber es wird auf jeden Fall irgendwie ein Zerfall stattfinden. So. Das bringt mich jetzt zu der dritten Theorie. Und das ist die, die ich sozusagen bevorzuge. Und zwar ist das die Theorie des Teilzerfalls. Ich möchte, bevor ich das jetzt präsentiere, natürlich sagen, das sind alles nur Überlegungen, ja, die aus den vorher genannten Dingen sagen, entwachsen sind. Ich habe kein Messgerät zu Hause, wo ich das irgendwie untersuchen könnte. Ich kann mir nur andere Studien angucken, mir daraus die Fakten angucken und mir meine Überlegungen dazu machen. Entsprechend ist das jetzt auch nur eine reine Theorie. Ja, deswegen also Theorie, weiß ich nicht, ob ich es noch unterstreichen soll. Meine Theorie, wie unser Dampf aussieht, ist folgende. Wir haben größtenteils Tröpfchen von PG oder VG oder einem Gemisch aus beidem, in dem sich Nikotin und Aroma befinden. Nikotin / Aroma. Wasser kann auch noch dabei sein und ähnliches. So, und außen um diese Tröpfchen haben wir Begleitstoffe, die da wie so ein Kranz erstmal drum liegen. Und das sind die Zerfallsprodukte. So,
So, die Zerfallsprodukte können, wie wir es ja vorhin gesehen haben, in zwei Richtungen gehen. Aber erstmal die Menge der Zerfallsprodukte. Ja, Menge. Ist abhängig vom Leistungsüberschuss kürze ich mal so ab, des Verdampfers. Ja. Das bestimmt, wie das Verhältnis von Zerfallsprodukten zu den nicht zerfallenden Produkten ist, oder Ausgangsstoffen. Die Zusammensetzung dieser Zerfallsprodukte ist abhängig von dem O2-Gehalt im Verdampfer bei der Verdampfung. Ja? Wenn wir relativ geringen O2-Gehalt haben, also relativ wenig Luft im Verdampfer, nimmt der Anteil an schädlichen Zerfallsprodukten zu, während bei relativ hohem Luftüberschuss nimmt dieser Gehalt ab und wir bewegen uns hin zu den ungefährlichen Produkten CO2, H2O. Das ist sozusagen das Modell, was bisher mir am allerlogischsten erscheint von all den Überlegungen, die es gibt. Wie gesagt, ob das Ganze der Wahrheit entspricht, kann ich nicht beweisen. Ja, das ist nur meine Quintessenz aus den Überlegungen, die ich angestellt habe. Dementsprechend will ich das hier immer noch nicht als Wahrheit ausgeben, sondern stelle das jetzt einfach mal zur Diskussion. Das möchtet ihr bitte auch gerne lebhaft, solange es sich adäquat ausgedrückt sozusagen präsentiert, in den Kommentaren ablassen. Ich freue mich da auf eine rege Diskussion, die uns alle in irgendeiner Form hoffentlich erleuchten wird. Ich bin auch gerne bereit, wenn mir da einen entsprechenden Beweis liefert, meine Meinung innerhalb von Minuten vollkommen umzuschmeißen. Ja? Aber das ist halt im Augenblick das Bild, was ich so hier oben gemacht habe. Ja, das wäre es dann soweit zu diesem Thema. Hat ja auch lange genug gebraucht. Ich hoffe, ich konnte das jetzt halbwegs anschaulich präsentieren. Ist halt ein bisschen trocken, dieses Thema. Ich weiß halt nicht, wie ich es anders präsentieren soll. Ich habe jetzt mein Möglichstes getan. Ich hoffe, ich kriege dieses Video noch vor der Messe geschnitten und hochgeladen, auf die ich mich natürlich auch sehr freue, die Messe. Da werde ich dann nochmal einen Teil präsentieren, den ich vorher im Video hatte. Da geht es dann, sag ich mal, um interessante Überlegungen, was wir aus diesem Umstand, dass wir diese Schadstoffe im Verdampfer eventuell finden, herausziehen können und wie wir damit umgehen. Spannendes Thema, gerade weil mich da wieder Eingebungen von euch sehr beeindruckt haben, gerade was, sag ich mal, die Kreativität angeht. Ja, da freue ich mich schon drauf, das lässt sich wunderbar, denke ich, auf der Messe präsentieren und dann werde ich das wahrscheinlich hier auch nochmal nachreichen in dieser Form. Gut, dann danke ich euch allen für die Aufmerksamkeit, die bis hierhin durchgehalten haben. Ich freue mich auf die Diskussion, freue mich auf die Messe und man sieht sich.
Doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem. In tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es geht uns gleich trotz alledem. Wir schütteln uns ein Gasgewind, doch weiter nicht.